Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich begrüße ich Sie, liebe Schwestern und Brüder aus Aufsers und Brunn und von wo Sie sonst noch her zuschauen. Begrüße Sie daheim an Ihren PCs und Handys zu unserem Gottesdienst am Sonntag Jubilate. Jubilate, freut euch! Freut euch über das neue Leben, das Gott in euch wachsen lässt. Freut euch, dass der auferstandene Herr uns nahe ist. Freut euch, dass ihr mit Jesus verbunden seid. Er, Jesus, er lädt uns ein zur Gemeinschaft mit ihm. Lädt uns ein, zusammenzukommen und miteinander Gottesdienst zu feiern. Gott segne unser Zusammensein, auch wenn es zeitlich und räumlich getrennt ist. Amen. Lasst uns beten. Ein neues Leben, ganz in dir, hast uns in der Auferstehung Jesu Christi offenbart. Doch wir leben immer noch im alten Leben. Wir fürchten den Tod und beklagen den Zustand unserer Welt. Deshalb wollen wir auf dich hören, wollen die Spuren des neuen Lebens sehen lernen, das du unter uns wachsen lässt, durch deinen Geist. Komm, führe uns in dein neues Leben. Gib uns Mut, dich zu loben, dir zu singen, mitten in unserer unvollkommenen und gequälten Welt. Komme zu uns, durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das heutige Evangelium, es ist eines der Ich Bin-Worte Jesu aus Johannes im 15. Kapitel. Dort heißt es, Christus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Liebe Schwestern und Brüder, bleibt bei meiner Sache, bleibt bei mir und ich bleibe bei euch. Zusammen bringen wir viel Frucht. Dazu fordert Jesus uns hier auf mit seinem Ich Bin-Wort. Bleiben oder doch gehen ist sein lassen. Die Frage, bleibe ich oder gehe ich, sie stößt noch andere Gedanken bei mir an. Bleiben oder gehen? Die Frage stellen wir uns an beruflichen Wendepunkten. Bleiben oder gehen? Die Frage stellen sich Paare in einer krisengeplagten Ehe. Bleibe ich oder gehe ich aus der elterlichen Wohnung? Fragen sich junge Menschen nach dem Abschluss der Schulzeit. Bleibe ich zu Hause oder gehe ich in ein Heim? Müssen sich manche ältere Menschen fragen. Bleibe ich stehen und helfe oder gehe ich achtlos vorüber? Und es gibt noch viele Situationen mehr, wo wir bleiben oder gehen können. Bei all diesen vielen Fragen des Bleiben oder Gehens, bei all diesen Fragen ist das Bleiben bei Jesus die Konstante, die durchträgt. Bleibt bei mir, sagt Jesus. Bleibt im Glauben, bleibt in der Gemeinschaft. Es wird sich lohnen. Wie geht es aber nun, dieses Bleiben bei Jesus? Drei Aspekte sind mir dabei wichtig. Wir brauchen den Kontakt zu seinem Wort. Wir brauchen das Gebet. Und wir brauchen das Bleiben in der christlichen Gemeinschaft. Wir brauchen das Wort Gottes. Vielen Menschen fällt das Bibellesen schwer, aber oft tut auch schon ein kleiner Satz gut. Ein Satz, der mit uns geht, wochenlang vielleicht, den wir wiederholen, uns vorsagen. Dieser Satz, er begleitet uns, er geht mit, er macht Mut, er gibt Kraft. Wie zum Beispiel, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gerade aktuell ein guter Wegbegleiter, denke ich. Ein Wort eben, das mir Mut macht, vielleicht sogar der eigene Konfirmationsspruch. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Ein Wort, das Mut macht, das mich motiviert, das mir Kraft gibt und anspornt für meine Aufgaben, gerade wenn sie sich vor mir auftürmen. Für meine Entscheidungen, gerade wenn ich nicht so genau weiß, was jetzt gut wäre. Für meine Verhaltensweisen,
gerade wenn ich mit schwierigen Menschen zu tun habe. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Auch so ein wertvoller Satz. Oder, was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Oder, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Neben dem guten Wort brauchen wir auch die Stille und das Gebet. Die Stille, dass wir spüren können, wo uns dieses gute Wort betrifft, uns nahe geht, uns Mut macht. Und das Gebet, um uns mit ihm in Verbindung zu bringen. Einfach sich hinzusetzen und Gott im Gebet zu erzählen, was mir auf dem Herzen liegt, was mir durch den Kopf geht. Sich die Not von der Seele zu reden, versuchen sie in Worte zu fassen. Schon allein das tut gut und das wissen wir eigentlich auch. Und wenn man dann einmal mit dem Danken beginnt und überlegt, für was man alles danken könnte, dann ändert sich schon bald die Perspektive. Alleine allerdings ist das Christsein schwer und auch langweilig. Wir brauchen die Gemeinschaft und das merken wir jetzt gerade besonders in unserer Zeit, wo die Gemeinschaft eingeschränkt ist. Wir brauchen einander zum Tragen, zum Helfen, zum Mitfreuen und auch Mitleiden. Und auch zum gemeinsamen Beten und sich über Gottes Wort auszutauschen. In der Gemeinschaft, da geht vieles leichter und schneller. Besonders wenn in einer Gemeinschaft nicht alles auf den Schultern eines Einzelnen liegt, sondern verteilt werden kann. Ich werde gestärkt von denen, die mit mir auf dem Weg sind. Und auch, wenn mir meine eigenen Visionen abhanden kommen, meine Hoffnung, wenn ich Gleichgesinnte brauche, um den Schmerz zu teilen, dann ist es gut, mit ihnen und vielen anderen auf dem Weg zu sein, zu reden, sich auszutauschen, sich gegenseitig zu stützen und zu ermutigen. Gemeinsam können wir uns mit unseren Talenten, mit unseren Gaben, auch mit unseren Stärken in die Welt einbringen, letztlich Frucht bringen zum Wohl der Menschen. An der Quelle, da bleiben wir mit Gottes Wort, mit dem Gebet, mit der Gemeinschaft. Wenn wir am Weinstock verbunden bleiben, dann gelten für uns die Möglichkeiten, die Gott hat. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber mit mir. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns beten. Herr, es ist wunderbar, in deiner Schöpfung zu leben. Wir danken dir dafür, dass du alles so wunderbar gemacht hast, gerade auch jetzt im Frühling. Weil uns aber immer wieder Kraft, Mut und Ausdauer fehlt, bitten wir dich, sei du um und bei uns, wenn wir mutlos werden, im Angesicht alles Unvollendeten und Verkehrten in unserer Welt. Hilf uns, unsere Sorge um uns selbst dir anzuvertrauen. Und sei mit deinem Geist bei denen, die keinen Ausweg mehr wissen. Bewahre die Mächtigen vor der Versuchung, ihre Macht für sich und nicht für die ihnen Anvertrauten zu gebrauchen. Überwinde du mit deiner liebevollen Gegenwart unsere Furcht vor all dem Neuen, das auf uns zukommt, das unserer Gestaltung bedarf. Zu dir können wir vertrauensvoll beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleibt in Jesus und er in euch, so werdet ihr viel Frucht bringen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.